Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge mit Satisfactory. Das Ding heißt ja nicht Satisfactory, sondern Satisfactory. Also S-A. Satisfactory. Soll wohl auf Satellit, weil wir auf dem Planeten unterwegs sind. Hefty ist auch wieder mit dabei. Moin. Hallo. Und ich wollte zuallererst mal den Stein, das Steinding unten machen. Heute. Glaube ich. Mir war so. Also wir haben jetzt hier Förderbänder, die wir benutzen können. Uns fehlen aber die Constructor. Wir können noch nicht die Abbaudinger bauen. Da müssen wir nochmal ein Level. Genau, da ist der Miner MK, den brauchen wir. So, was brauchen wir da an Beton? Dann muss ich nochmal runter Steine holen gehen. Irgendwo da hinten. Ist das schön, wenn man nachher die Förderbänder dahin gebaut hat, dann brauchen wir den Scheiß nicht mehr suchen. Aber echt. Also erstens brauchen wir den Scheiß nicht mehr suchen, weil man den Scheiß nicht mehr selber braucht, aufsammeln braucht, aber der zweite, man braucht nicht mehr suchen im Dunkeln, wo es ist. So. Aber ich könnte hier eigentlich auch schon Rampen hinbauen, über kurz oder lang, demnächst. Weil wir können hier tatsächlich richtige Fabrikanlagen aufbauen, also so richtig komplette Fabrikanlagen, richtige Gebäude bauen. Oh, das reicht. Doch, reicht. Die 20 kriege ich zusammen. Wunderbar. Klopf, klopf. Haben wir. Dann brauchen wir 20 Kabel. Die kriege ich auch hin. Hätte ich sogar schon gehabt. Klick. Dann brauchen wir Eisenplatten. Da bin ich gerade drin. Ich hoffe, es klappt. Hui. Gravitation ist hier nicht so parteileicht. Nee, nicht unbedingt. Wenn die irgendwo runterfällt, bist du trotzdem tot. So. Leider nein, leider gar nicht. Findet so nicht statt, ja. Nee. Dann haben wir schon mal 50. Was machst du gerade? Ich habe 50 Eisenplatten reingehauen. Ah, okay. Ich fülle jetzt erstmal oben den Eisenofen nach. Ja. Weil ich fange jetzt hier nicht an, irgendwelche Sachen aufzubauen, bevor wir die automatischen Miner nicht haben. Mhm. Weil sonst bauen wir wieder dreimal um, wie beim letzten Mal. Ja. So, also, da hauen wir das Eisenerz rein. So, Eisenblätter sind komplett. Das Bauxit kann ich eigentlich erstmal einlagern. Brauchen wir nur noch die Eisenrohre. So, den Kupfer, den kann ich mal mitnehmen. Ah, da ist gar keiner mehr drin. Was wird eigentlich aus dem Bauxit, wenn ich das da drin verbrenne? Nix, das können wir, da haben wir noch gar keine Rezepte für. Nein. Also kann das Bauxit erstmal eingelagert werden. Wir brauchen 75 Eisenstangen. 64 habe ich. Ja, die restlich mache ich. Also kannst reinhauen. Jo. So, und dann wird das Ding wieder wachsen. Dann sollte jetzt hier der zweite Biomassegenerator dazukommen. Sofern Hefty auf den Knopf drückt. Da, genau. Ja. So. Jetzt fast vergessen. So, der Spieler wurde verbessert. Ich weiß aber immer nicht, was da verbessert wird beim Spieler. Ich glaube, die Anzahl, was du im Inventar hast. Oh ja. Also die Plätze. Ja. Hat du recht. So, der nächste Meilenstein und jetzt haben wir die Miner. Und was habe ich denn noch am Beton? Nicht mehr, muss ich wieder runterlaufen. Warte mal, jetzt gucken wir mal hier gerade mal, was die Rampen. Ah, die brauchen auch Beton. Da müssen wir mal Kalkstein holen, die nochmal.
Vielleicht, also kann ich nichts mitnehmen, ein Miner oder so gleich eventuell. Miner habe ich unten schon. Ah, okay. Ich muss nur Beton haben und für den Beton muss ich aber erstmal jetzt einmal runterlaufen und den Miner leer machen. Mhm. Dann gehe ich runter und werde auch Steine, glaube ich, als allererstes mal ranholen, ne? Ja. Weil das ist ja hier eklig. Sehr eklig. Nicht meine Keime. Aber wir haben eh hier, der Fabrikplatz, den wir hier haben, der ist echt ein bisschen blöd. Mhm. Ja, mal gucken, dass wir eine... Nicht sehr eben. Mal gucken, dass wir dann nachher hier unten vielleicht mal die Anlagen aufbauen. Ja. Macht ja nichts. Wir können ja in die Höhe. Können ja jederzeit umziehen. Oder in die Höhe. Genau, oder in die Höhe. So, also wir brauchen Beton. Was brauchen wir noch? Ein Miner haben wir und Eisenrohre brauchen wir. Ich mach gerade die Eisenplatte. Ja, ich brauche die Eisenrohre für die Miner. Ach, wie viel brauchst du? Nicht viele. Aber ich mach mir die schon. Ich habe ja hier oben die zwei Öfen schon am Laufen. Ah, okay. Das passt schon. So, an euch da draußen übrigens auch die Einladung, wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt, eine Folge oder zwei, dann könnt ihr euch gerne mal im Discord melden. Ich denke mal, dass der ein oder andere hier bestimmt auch mal mitspielen kann, wollen würde, tun könnte. Könnte auch Deutsch reden, aber das ist mir zu schwierig. So, was brauche ich denn noch? Strom brauchen wir da hinten auf jeden Fall mal. So, jetzt kommt das nämlich, was ich vorhin schon mit dem Strom gesagt habe. Wir müssen jetzt gucken, dass wir beide von diesen Biomasse-Generatoren auf einen Mast bekommen, damit wir den Strom auch wirklich in ein Netz speisen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Klack. Und der hier ist für nach unten, da brauchen wir aber noch Kupferkabel für. Mal mitnehmen. Da habe ich kein Material für, ist ja wieder typisch. Mal hier nach oben gehen. Aber wir brauchen da unten auch Strom. Sieht das hier mit der Organisation aus? Lagercontainer haben wir auch schon, sehr schön. Wir machen das direkt unten, dann geht's schneller. Brauchen nur ein bisschen Kabel. Ui. So, Eisenbarren, Kabel. Da, das brauchen wir. So, Kabel machen wir auf, vorsichtshalber nochmal. Ja, da habe ich eigentlich noch 25. Also lassen wir es einfach mal. Gut, jetzt müssen wir Strom damit runterziehen. Damit wir nicht fünfmal laufen brauchen. So, da unten ist unsere Steinmine. Dann haben wir hier Strom. Können wir da den Miner hin platzieren. Müssen wir den da aber einmal abbauen. Und dann können wir den da dahin pflanzen. Ne, das ist, ich will ja keinen Miner bauen. Ich will einen, einen Miner will ich schon bauen, aber kein das andere. So, machen wir das mal so. Was jetzt nicht sehr klug war. Wir brauchen Logistik. Und zwar brauchen wir 5 und 6 Förderbänder und die Förderbänder stützen. Müssen wir den nochmal wegmachen. Kann ich hier eine Werkbank hin platzieren? Ne, da fehlt mir auch wieder Material für.
Okay, also hier müssen wir jetzt mal irgendwie sauber, vernünftig hochkommen. Das können wir mit so einem Fundament machen. So, einmal so. Dann nehmen wir hier so eine Rampe. So. Da kommt nochmal ein so ein Ding drunter. Manchmal gedrehstick. Der gedreht so blöd. Und da kann man mal eine flache Rampe ran, das müsste reichen. Klick. So, dann sind wir da schon mal halb hoch. Dann kommt da der Miner. Nee. Das wollen wir haben. So. Dann schließen wir das Ding gerade an Strom an. Klick. Und dann sollte das Ding auch direkt laufen, theoretisch. So, und dann können wir jetzt mit Förderbändern hier arbeiten. Wenn wir Eisenplatten hätten, die gehen wir mal holen eben schnell. Wie sieht es mit Beton aus? Gehen wir nochmal hier rein. Nehmen wir nochmal Fundamente. Ich sammle gerade ein paar Blätter nochmal, ne? Mhm. Ich versuche immer die flachen Rampen zu nehmen, weil die anderen passen mir nicht so. Dann nehmen wir die mal auf die 7, auf die 8 und auf die 9 und auf die 10. So. Können wir mit allem arbeiten hier. Von Anfang an hier so alles ein bisschen sortierter bauen, als wir beim letzten Spiel gemacht haben. Da war nämlich ziemliches Chaos nachher zum Schluss. Obwohl wir das eigentlich gut im Griff hatten, muss ich mal dazu sagen. Und eine effektive Variante einer Schmelze habe ich auch schon entwickelt. Zumindest mal so ein bisschen. Wenn ihr da übrigens Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Wir können auch nicht alles wissen. Nee. Wir sagen immer nur, dass wir alles wissen, aber wir wissen eigentlich alles gar nicht. Mal wieder ein bisschen Beton. So, wir können die Laufbänder auch ohne die Rampen da hochbauen, aber sieht besser aus. Warum machst du hinten die Generatoren noch einmal so Kiste hin? Ja, kann ich machen. Weil die kann ich nicht super. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Ah, okay. Oder warte, oder waren die in dem. Die waren gerade in der Werkbank da, also ja, ich anderen. Ich glaub mal gucken. Nee, ist okay. Noch nicht freigeschaltet. No. Dann müssen wir halt noch. So, also wir werden die Steine erstmal hier hoch transportieren und werden dann nachher, denke ich mal, hier unten auf dem flachen Land irgendwo die Hauptfabrik hinbauen. Die Schmelzerei kommt sowieso extra, denke ich mal. So, dann habe ich hier zumindest mal ein paar Eisenplatten. Was fehlt mir denn da noch? Ich habe doch Eisenplatten vorhin gemacht. Was soll denn der Rotz? Gibt's ja gar nicht. So, eine Rampe. Geht hier nicht hinzubauen. Gucken, wo wir hier am klügsten hochkommen, ey. Da würden wir natürlich direkt hochkommen, ne? Da. Da. Dann gehen wir da hoch, so. Weiß Bescheid. Eigentlich mal nach oben gehen und gucken, wie das ausschaut. Da ist das Ding. Oh doch, das kann man so lassen. Sauberer Übergang. Und hier können wir die Rampen benutzen. Brauchen wir nicht ganz so viel zu verbrauchen hier. Die Nummer 8, da unten drunter. Und wieder eine 10 vor. Dann haben wir hier nochmal die 8. Klick.
mal nochmal die 0 vor. Zack. Dann einmal die 8. Und da haben wir jetzt nicht mehr genug Beton. Das war natürlich klar. Aber unser Miner arbeitet ja schon lustig. Das heißt, er müsste schon ordentlich Steine gesammelt haben da drüben. Klick. Oh, ich habe ja eine Rampe verkehrt rum platziert. Juhu. Und einmal so. So, Beton. Brauchen wir sogar noch 30 Stück für... damit wir weiter upgraden können. Ich muss mal gucken, was hier... was kostet der Organisator? Eisenplatten. Müssen wir eh herstellen. So, dann... die letzte Rampe hin, die wir noch brauchen. Zack. Einmal die Nummer 7 nehmen wir da. Die geht hier nicht ran, oder was? Da. So, perfekt. Dann haben wir hier den Mast. Oben kommt noch einer hin. Und da können wir Förderbänder bauen. Wir müssen die Förderbänder aber übrigens immer, nur so als Anmerkung, immer in die Richtung bauen, in die die Förderbänder auch laufen gehen, sonst funktioniert das nicht. Sonst sagt er leider nein, leider gar nicht. Und dann müssen wir noch Eisenplatten haben. Okay, das ist jetzt schon wieder los, dass wir uns hier ums Eisen kloppen. Ich hab grad Kupfer am Hohlebär, aber ich hau leer. Oder lauft die gar nicht? Nee, da, ich hab da nichts reingeschmissen. Ach so, okay. Laufe die mal da, oder die Tür da haben. Okay. Hä? Hm? Dann gucken wir, ob wir mit den paar popeligen Eisenplatten hier erstmal hinkommen, die wir jetzt haben. Eher weniger. So, dann geht das gleich los hier. Also, wir holen jetzt mal die Steine schon mal aus dem Miner raus. Werden die dann in einen Lagercontainer packen. Und vom Lagercontainer werden wir dann hoch Richtung Fabrik gehen. Dann machen wir erstmal hier so. Kommt ein Fließband dazwischen. Dann haben wir hier schon, dann kann er nämlich schon mal schön fördern, während wir noch am Bauen sind. So, dann geht das mal hier so in die Richtung, wollen wir. Dann gucken wir mal, da hinten ist die Rampe, da wollen wir hin. Und da fehlt uns jetzt schon das Material für. So, Eisen ist also quasi das nächste, was wir hier automatisieren. Da will ich hin. Da. Hui. Ist ja immer noch nichts drin hier. Bäh. Wieso haben die Dinger eigentlich keinen Strom? Ein Eisenbarren. Da ist auch noch ein Eisenerz drin. Warum verbrennt er den denn nicht? Hm. So, einmal.
So, damit sollten wir jetzt aber hinkommen. Weil Bild auch eng. Oh, Eisenerz, ey, Wahnsinn. Und Husten hat er auch noch. Na, gucken wir, wie weit wir kommen. Brauchst du noch heiße Platte, oder? Ja, ja. Wie viel brauchst du denn? Das kann ich dir so über den Daumen nicht sagen. In der Kiste hat 100 Stück drin. Ja, dann hole ich mir die mal raus. Ja. Ich hab ich keine mehr. Wir brauchen noch Beton und scheiß Kupfer, wo ich mit jedem Kupfer. Kupfer war an den Öfen vorbei nach oben. Ja, Beton bin ich gerade am Automatisieren. Okay. 187 Millionen, ne? Kann das sein, ne? Ja, das kommt ja. Stimmt, ja. So, und dann kommt hier gleich die. Die Automatisierung hin. Und zwar brauchen wir da einen Constructor. Und da brauchen wir diese schweren Eisenplatten, die sind kacke, die Dinger. Ja, die sind richtig doof. Das sind die hier, da brauchen wir Schrauben. Schrauben brauchen wir Eisenstangen. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. Was ich an dem Spiel witzig finde, ist, dass man am Handwerkstisch einfach mal hier dieses Eisenerz in Eisenbarren umwandelt. Also wir müssen schon sehr heiße Typen sein. Und wie viel brauche ich für einen Fertiger? 3. So, einen hätten wir. 2. So, also, da kommt dann, hier kommt ein Fertiger hin. So halb gerade stehen, das wird nachher eh alles nochmal ein bisschen anders gemacht. So, dann soll der Stein schön reinlaufen, dann schließen wir das Ding an Strom an. Jetzt wieder wichtig, dass wir die, den Strom von dem Mast hier vernünftig verteilen. Aber der ist schon am Limit. Das heißt, wir müssen hier nochmal Strom kappen. Nochmal umbauen. Oh, was ist denn heute los, ey? Also den nochmal kappen. Machen wir hier nochmal einen Mast hin. Zack. Können wir den da auch mal kurz kappen. Und der geht nach da. Die beiden gehen zusammen und der geht nach da hinten. Klick. Und der versorgt den da. Moment. So. Dann haben wir die Betonproduktion jetzt auch angeworfen. Aber das reicht ja noch nicht, was wir hier machen. Wir wollen ja auch einlagern das Zeug direkt. Damit wir immer auf Vorrat produzieren können. Und das geht dann gleich hier rein. Und da läuft ja der Beton. 30 Stück brauchen wir davon, hast du gesagt, ne? Jo. Ja, das dauert jetzt einen Moment, aber ich habe ja hier noch Kalkstein, den können wir mal da reinschmeißen. Das Bauxit wollte ich eigentlich mal entsorgen. 17 habe ich schon. 22, 23, lassen wir die 7 gerade mal. Bauxit geht hier rein. Ne, nicht das Eisenerz, Bauxit. Bauxit geht da rein, das geht rein. Biomasse geht da rein.
Blütenblätter, Holz, das Zeug. Alles weg, so. Einen noch. Next. Und puff. So, Milestone. Dann schnallte man nicht so erschrecke. So, neue Ausrüstung, neue Gebäude und. You have unlocked Hub Feature, Molecular Analysis Machine, also known as the. So, also wir haben jetzt den Elevator freigeschaltet, das dauert aber ein bisschen, bis wir den fertig haben. Oh ja. Space Elevator, Equipment Object Scanner, Equipment Beacon. So, hier haben wir jetzt eine neue Option. Und zwar können wir hier Forschung betreiben, also Molekularanalysegerät heißt das. Und da können wir Sachen analysieren und dafür kriegen wir irgendwas. Ich habe aber noch nicht so recht verstanden, was wir da überhaupt gut geschrieben kriegen. Aber wir nehmen mal hier einfach diese Alien-Artefakte. Würden die jetzt bei Factorio heißen, ich weiß gar nicht, wie die hier heißen. Alien-Panzer. Davon brauchen wir einen und den können wir da reinschmeißen. Und dann würde ich mal so eine Analyse starten. Die ist fertig in 7 Minuten, aber das würden wir uns in der nächsten Folge angucken. Wenn ihr dann wieder mit dabei sein wollt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und natürlich einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit Satisfactory. Bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Tschüss. Ciao.